So, wir kommen zurück zu Alex, dem Spiel, wo ich übrigens mal richtig speichern sollte, wie mir gerade einfällt. Oh, kann ich nicht richtig speichern? Doch, ich kann richtig speichern. Wir machen mal ein richtiges Safe-Game. Kann man ja mal machen, so, nach, Anfang 1. Ich hätte das Ding Tag 1 nennen sollen. Ich glaube, ich bin viermal gestorben. Ja, du bist das. Ja, ich bin doch dreimal in den Banditen rumgestorben, weil ich halt versucht habe, irgendwie was zu machen, ne? Einmal in den Troll, weil ich jetzt einfach sehen wollte, ob ich den Tod, ob ich da signifikant Schaden machen kann oder ob ich vielleicht die Mobs dazu bringen kann, das Vieh zu hauen. Hm, hier ist auf jeden Fall ein Feuer. Wenn jetzt gleich welche Leute die Waffen ziehen, ich sehe nichts. Bin ich tot? Ne? Wein? Gutes Messer? Ja, das gutes Messer hat natürlich direkt meinen Traum von als Waffe verwendet zu werden. Nicht entsprochen. Eine Truhe. Oh, die kriege ich geknackt. Bin die. Oh nein, die Scheiße. Ich habe zwei Dietrich, ne? So, wie mache ich das? Sieht ja echt recht authentische Welt aus. Ja, mal gucken, wie sie die anderen Gebiete aussehen. So, wie mache ich das jetzt hier? Ich habe gerade irgendwie nicht ganz aufgepasst. Wie mache ich das? Also ich kann den Dietrich definitiv irgendwie kaputt machen, weil er kann mir ja abbrechen. Hä? Hilfe? Okay, wir gucken nochmal, ob es irgendwo Tutorials gibt. Geschriebenes, erlegtes, laufendes, Rezepte, Audiologs, Items. Alles blau machen die, aber wie denn? Mir fehlt es an den Basics, ich muss so viele Tasten drücken, ich habe nicht aufgepasst. Das sieht nicht so aus, als hätte man das Tutorial nochmal. Links und rechts. Links und rechts. Also das Ding hier macht 2. Hä? Achso, links und rechts mit den Pfeiltasten. Moment. Nee. Falscher Anfang? Hä? Ich weiß halt nicht, welche Taste ich drücken muss. Ach so! Nee. Dann müsste ich die in einer bestimmten Sequenz abfahren oder was? Ach so. Zu einfach. Bestimmt. Ach, verdammt, jetzt kriegst du einen scheiß Helm hier. Ich hasse aus. Messe. Das kann ja wahrscheinlich nichts abbrechen, oder? Oh, Eisenerz. Ich ahne nur so, wie dass ich nie schmelzen lernen werde. Das bringt das ganze Erzzeug gar nichts. Ich hatte, wie viel Level ich kriege, aber ich sehe, wenn ich das wieder skippe, ob das noch relevant wird. So. Wir sind doch eigentlich hier rausgegangen, weil ich eigentlich meine Ausrüstung zurückholen würde. Da unten ist wieder so ein lustiger Troll, der bestimmt nicht einen Schadenspunkt nimmt, wenn ich ihn haue. Den ignoriere ich erstmal großzügig. Ja, ne? Da hinten sind welche komischen Wölfe. 100 bekommst du eine voll? Was? Achso, 100. Level. Ja, mal gucken. Gucken, wie weit was überhaupt was voll kriege, ob ich gleich aufgebe.
Wutenbrand. Das Jetpack kann man nämlich ungefähr genauso missbrauchen wie in jedem anderen Spiel auch. Teilweise sind die Felsen ein bisschen untertexturiert. Das muss ich mal kurz gucken. Kann ich in den Optionen eigentlich irgendwie vielleicht noch ein bisschen den Texturen noch was Gutes tun? Ja, die sind schon auf hoch. Echt? Ach du Scheiße. Also hier hinten fängt also das Wüstenland an. Es geht auch verflucht tief runter. Na gut, ach so, ich bin hier auch falsch. Und da hinten gibt es Funkturm. Die sehen auch irgendwie recht aktiv aus. So ein recht rabiater Wechsel zwischen einer Landschaft und der anderen. Bist du des Wahnsinns? Oh. Hauptsache, er macht das eine Rolle vorwärts! Das ist, weil ich die Tasten immer so tippe. Ist das hier eine Muschel, die ich einsammeln kann? Ich muss eigentlich da hinten rüber. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Jetpack schaffe. Das werden wir gleich sehen. Das ist X-Bön, ich weiß es. Ja, aber trotzdem, guck mal die Textur hier an. Der Übergang ist schon ein bisschen. Boah. Sind wir irgendwo im Grenzland, so wie das aussieht. Jetzt müsste der Übergang hier ist nicht ganz so rabiat. Ob es hier irgendwelche Untergrundwürmer gibt oder so? So Minen oder was anderes, was mir irgendwie gefährlich ist? Mana-Kraut. Bin nicht mehr weit weg. Ich renne zwar auf jeden Fall. Macht der schon wieder irgendwelche Rollen hier? Feldasse. Das wird schon groß. Ist ja ein bisschen da hoch. Ich hoffe, das reicht. Also nach oben fliegen ist nicht so gut. So Kluften über. So Kluften überqueren geht immer ganz gut mit dem Jetpack, aber so gerade nach oben fliegen, das ist echt nicht geeignet. Da haben wir leider keine Pandora-Gravitation hier. Obwohl das irgendwie besser ging. Das hat AA. Welche Rolle spielt die Böden eigentlich in dem Spiel? Oh, hier ist Blut. Ich war bei den bösen Alps und wurde dann irgendwie hintergangen und jetzt bin ich halt irgendwie. Naja, vogelfrei mehr oder weniger, weil ich bin wie Rache. Aber da wir anscheinend 5 Tage lang rumlagen, ist A, meine Schusswunde weg und B. Sehe ich nicht mehr so aus wie die anderen Typen und habe wieder so ein paar Emotionen. Aber da wir anscheinend die Elite der Elite sind, ich glaube zwischendurch wurde unser Name auch genannt, fällt mir gerade zum Nachhinein wieder ein. Steht ihr irgendwo? Irgendwo hier? Name? Ist noch bestimmt, wie wir heißen, oder? Überleben? Berserker Duras, ne, leider nicht. Rolltroll? Ja, anscheinend. Oh, das hätten sie da noch einer richtigen Siedlung aus. Deiner, wa? Na, da unten ist natürlich meine Ausrüstung. Scheiße, da muss ich bestimmt reinkämpfen. Ohne Schuss haben könnte schwierig werden. Na, dann rein ins Vergnügen. Das ist jetzt schlecht. Da ist der Kerl, ich erkenne sein Gesicht. Dann hoffe ich für ihn, dass er meine Ausrüstung noch hat. Wo hab ich denn jetzt immer das Messer her? So sieht man sich wieder. Du bist es, der Mann aus den Bergen. Dann ist mein Plan aufgegangen. Dein Plan? Was soll das heißen? Nun, du bist hier. Wo ist meine Ausrüstung, die du mir gestohlen hast? Langsam, Kollege. Eins nach dem anderen. Jetzt entspann dich erstmal. Wir können ja in Ruhe über alles reden. Einen Drink? Fencing Master? Tja. Ist das deine perverse Art, Geschäfte zu machen? Für einen Typen aus dem Eisland bist du ziemlich unentspannt. Und dabei heißt es immer, ihr hättet gar keine Emotionen. Kälte gesunken. Was? Habe ich irgendwas übersprungen mit meinem tollen Flug? Verflucht. Was ist hier passiert? Er ist uns auf den Fersen. Wer? Der Alp-Commander? Er ist nicht nur irgendein Commander. Es ist Jax, die Bestie von Xakor. Bist du dir sicher? Nein, aber ich fürchte, wenn wir es herausfinden, ist es für uns beide zu spät. Hier habt ihr euch verkrochen. Scheiße. Ist er das? Hey Mann, du musst das jetzt nicht tun. Wir sind auch ganz schnell wieder verschwunden. Ja genau.
Wir wollten bei euch Alps nicht plündern, ehrlich. Wir sind nur rein zufällig hier vorbeigekommen. Irrelevant. Euer Elex gehört jetzt uns. Wir können uns doch sicher irgendwie einigen. Nein, die Direktive ist eindeutig. Was? Muss ich das verstehen? Jetzt erzähl mir erstmal von deinem grandiosen Plan. Nun, es kommt nicht so häufig vor, dass ein so hochdekorierter Alp-Commander degradiert wird und es überlebt. Schau dich an. Du bist zwar jetzt ein Ausgestoßener, aber hast trotzdem deine Instinkte nicht verloren. Du hast meine Ausrüstung gestohlen, um mich hierher zu locken. So viel habe ich kapiert. Aber wieso? Was willst du von mir? Ein ganzer Pulk von ziemlich miesen Typen ist hinter mir her. Da könnte ich deine Instinkte wirklich gut gebrauchen. Typen wie du werden immer von irgendjemandem gejagt. Tja, dann ist das für dich wohl eine ganz neue Erfahrung. Könnte mir vorstellen, dass die Alps einen ganzen Trupp Soldaten schicken, wenn sie wüssten, dass du immer noch lebst. Drohst du mir etwa? Nein, aber ich wette, du könntest ebenfalls Unterstützung gebrauchen. Genau wie ich. Das Ding ist halt, dass ich glaube, ich bin hier zu früh. Oder es waren irgendwelche Gegner auf dem Weg dahin, aber da ich halt über die Berge gekrapselt bin, bin ich halt keinem begegnet. Warum Edan? Warum Edan? Was hast du dort gemacht? Ich musste für eine Zeit lang aus der Wüste verschwinden. Edan ist zwar auch nicht der sicherste Ort, aber immer noch besser als die feurigen Klippen von Ignadon. Tja, das Ausrüstung? Also, wo ist jetzt meine Ausrüstung? Ist eine gefährliche Gegend hier. Mit so einem wertvollen Kram hat man schnell die Plünderer am Hals. Da habe ich sie lieber gleich verscherbelt und die Kohle in Nahrungsmittel und Wasser umgesetzt. Mit anderen Worten, sie ist weg. Hey, das musst du verstehen. Das Risiko war mir einfach zu groß. Tja, was ist ja... Warum sollte ich so verrückt sein, dir zu helfen? Du bist bestimmt ein ganz harter Bursche, aber von den Eigenheiten und Ticks der freien Menschen hier draußen hast du keine Ahnung. Du glaubst, ich brauche Nachhilfeunterricht in Sachen menschlicher Psyche? Hey Mann, ihr Eisklötze kommt doch viel zu selten raus aus eurem Palast in Xarkor. Wie willst du da wissen, wann dich ein schmieriger Waffenhändler oder ein illoyaler Söldner übers Ohr haut? Das sagt genau der Richtige. Du magst ein Experte in der Kriegsführung sein, Commander. Doch ohne deine Armee bringt dir das hier draußen wenig. Du, Eisklotz, brauchst jemanden mit Gespür fürs Geschäft. Gespür fürs Geschäft, also, ich kaufe diesen ab, tja. Na schön. Nehmen wir mal an, ich kaufe dir diesen Unsinn ab. Ja, nehmen wir das einfach mal an. Dann würdest du mit mir zusammen in die Hauptstadt der Outlaws gehen und ich zeige dir ein paar nützliche Dinge. Okay, und was würden wir dort wirklich tun? Sagen wir, ich habe ein paar Probleme, allein in die Stadt zu gehen. Ohne schlagfertige Begleitung könnte es für mich ein kurzer Aufenthalt werden. Das klingt, als hättest du mächtigen Ärger am Hals. Nun, ich muss wohl jemanden im Vor die Tour vermasselt haben. Und jetzt hetzt er die Meute auf mich. Er hat sogar Steckbriefe verteilt und ein vierstelliges Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Ist das zu fassen? Ach ja, mein Name ist übrigens Ray. Tja, und wer war das mit dem Kopfgeld? Wer hat Kopfgeldjäger auf dich angesetzt? Genau das versuche ich gerade herauszufinden. Ich meine, es gibt da so einige, denen ich das zutrauen würde, aber... Ach ja? Ja, aber ich muss es genau wissen. Sonst wecke ich nachher noch schlafende Hunde, wenn du verstehst, was ich meine. Das scheint ja ein sehr interessantes Leben zu haben, wenn da mehrere Leute gleich direkt auf sich nehmen. Aber wir wissen jetzt immer, dass er Jax heißt. Oder hat er damit den anderen Typen gemeint? Na gut, das ist... Du glaubst wirklich, ich lasse dich hier einfach wieder weg? Hey, komm schon. Ich weiß, ich bin dir etwas schuldig. Gib mir wenigstens die Chance, deinen Verlust wieder auszugleichen. Ich grad meinen Tisch klebe. Ich weiß jetzt schon, dass ich es bereuen werde. Man kann über euch Eisklötze sagen, was man will, aber irgendwo unter eurer kalten Haut ist da mit Sicherheit ein Herz versteckt. Nun, zumindest wenn ihr erstmal eine Zeit lang vom Elex runter seid. Verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Bin schon weg. Ich warte auf dich vorm Eingangstor der Stadt. Lass dir nicht zu viel Zeit, sonst darfst du bald nur noch meine Überreste zusammenkratzen. Was? Kleben die Kehrmutter? Ja, das ist... mein Tisch, ich komme hier mit meinem Stuhl ran. Ich halte jetzt nicht die Kamera drauf, weil ich keine Hose an habe.
Und die eine Stelle hat jetzt langsam, aber sicher ist, das Furnierzeug langsam ab und naja. Achso, hier, guck mal, hier können wir mal ein bisschen rumplündern, naja. Oh, ein Skelett. Mit einem guten Löffel, den nehmen wir direkt mit. Das Radio funktioniert hier sogar. Zurückgelassen nach. Hier war kein Durchkommen mehr. Komplettes Verkehrschaos. Wir drehen um und nehmen doch den Weg über das Inland. Wenn das so weitergeht, werden wir nie heil ankommen. Kann es sein, dass der Ort hier vielleicht genau auf der Rückseite von dem... von da, wo der Meteorit eingeschlagen ist? Sandiges Tagebuch. Mich schaut ein bisschen, dass es keine Funktion gibt, dass wenn du was zu lesen einsammelst, dass du es halt direkt angucken kannst. Vor allem, das ist ja alphabetisch. Die meisten Outlaws haben vergessen, wie man auf eigene Faust in der Wildnis überlebt. Sie sitzen sich in ihren fetten Arsch am Fort vom Baxter Platt und sind nicht mehr in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Aber nicht ich. Ich weiß, wie man hier draußen überlebt. Ich werde das für jeden aufschreiben, der die Schnauze voll hat, unter Baxters Fuchtel zu stehen. Regel Nummer 1, nicht verlaufen. Regel Nummer 2, wenn man sich doch verläuft, nicht in Panik geraten. Seine saubersten, buntesten Sachen nehmen und großflächig auf den Boden ausbreiten oder einen Baum hängen. Wenn man nach dir sucht, ist es einfach nicht zu finden. Nummer 3. Toilettenpapier mitnehmen. Wenn man keines hat, ein Tuch und ein Wasser tun es auch. Lasst euch gesagt sein. Es gibt nichts Beschisseneres, als in der Wüste einen abzuseilen und nichts zum Wischen dabei zu haben. Nummer 4. Lange Kleidung. Die Jungs und Mädels am Fort mit ihren kurzen Sachen würden hier draußen keine 2 Tage überleben. Durch die blößte Haut verliert man sehr viel Wasser. Außerdem wird es nachts scheiß kalt. Oh, wichtige Tipps. Okay, wir sehen also viel nackte Haut im Fort von Baxter. Das ist ja schön. Das ist dann wohl in der Wüste, nehme ich an. Nee, der Teller kommt hier auf jeden Fall mit. Lass dir nichts zurück. Den ganzen Scheiß können wir dir wieder schön verkaufen für 1 Gold das Stück, Alex. Erstaunlich aktiv ist das deiner hier übrigens, ne? Weil wenn wir schon den weiten Weg hierher geflogen sind. Details können, sind halt wieder so. Ja, Token natürlich nicht auf. Das war hier der lustige Religionssender, oder nicht? Spind? Einmal Metallschrott, na klar, nehmen wir mit. Anleitung? Anleitung Schrottscannern. Was? Schrottscanner? Wo jetzt? Achso. Damit kann man einen Stim herstellen, der bewirkt, dass dann bei Gegenständen eine Zeit lang leichter wahrgenommen werden. Achso. Das bringt mir relativ wenig. Guter Löffel. Was ist das hier nicht in der Tasche? Ist das ein kleines Radio? Ne, das ruhe ich in der Tasche. Was gibt's hier noch Schönes? Hey, ein Auto! Das sieht schon wirklich sehr weltlich aus. Man merkt gar nicht, dass man auf einem fremden Planeten ist. Wir könnten rein die UFO in Amiland sein. Wahrscheinlich möchte man so die Vegetation erklären. Ach, ich dachte, das ist hier so ein Motel. Also, jetzt sehe ich das. Na gut, ich ahne mal, dass man nach 150 Jahren hier mit nicht allzu viel Zeug rechnen kann. Hier merkt man, dass es eine richtig gute, richtige deutsche Version gibt. Die alle Qualität hätten. Wie gesagt, der Sprecher von Adam Jensen ist hier. Ah! Na gut, das wird wohl nichts bringen, nehme ich mal an. Wo stand das? Ganz am Anfang? Wo es hieß, wir sind auf Magellan? Hey, wirft der was? Und er hat keinen Bock mehr! Ach, guck mal, hinten ist ein Teleporter, hervorragend. Ach, scheiße, jetzt gleich der nächste. Liebes Spiel, es wäre sehr schön, wenn du nicht den Gegner fokussieren würdest. Ah, da unten hat es Hunde. Also die Typen haben halt einen Totenkopf dran. Ich glaube nicht, dass ich die tot kriege, oder? Und die one-shotten mich da wieder. Ich glaube, da wurde das Level angezeigt. Ah, oh. Dann decken wir mal schnell den Wegpunkt hier noch. Also meine aktuelle Verteidigungstaktik, auf hohe Dächer zu springen, funktioniert für mich hervorragend. Guck mal, Magnesiumfackeln. Nimm Rehm mit, dann geht das ja, aber der steht ja vor der Stadt.
Solange es hier keine Gegner gibt, die klettern können, ist ja alles gut, ne? Ich habe bloß gehofft, ich kann in den Diner vielleicht noch ein bisschen was erkunden. Oder was plündern. Was mich weiterbringt im Leben. Hier bin ich ja eigentlich auch auf dem Erkundungstrip. Will eigentlich nur ein paar Nebenquests machen. Da hinten geht es wieder Richtung Wüste. Ja, wir haben jetzt schon auf jeden Fall den wichtigen Wegpunkt hier. Der bringt schon mal eine Menge. Dann kommt ein Klippenläufer, müsst ihr eigentlich tot kriegen, oder? Na, scheiße. Mann, ist denn hier alles so überlevelig? Naja. Okay, das war jetzt nicht so gut. Vorhin erwähnte ich noch, es gibt hier bestimmt irgendwie so Gegner, die sich aus dem Boden graben können. Fragezeichen. Was ist? Ach, ich bin ja schon Level 4. Ne, wie schon die ganze Zeit. Ja, meint. Ich hoffe immer, dass du Ray ewig stehen lassen kannst, um zu sterben. Aber er dachte doch, er steht am Eingang von der Stadt. Und die Stadt ist doch irgendwo da vorne. Ist doch ewig weit weg. Ja, vor allen Dingen, das ist die Viecher, um hier zu Ray zu kommen, waren ja schon. Also, der Mond ist ganz schön groß. Also, wenn ich jetzt. Ich glaube nicht, dass ich zu Ray. Dass ich da eine großartige Chance habe. Weil ich mich da irgendwie durchkämpfen muss, dann ist das wie scheiße. Wahrscheinlich möchte ich das nicht, wahrscheinlich jetzt nur labern. Aber trotzdem, ich glaube, ich bin ein bisschen unterlevelig. Ja, guck mal, das hinten sieht aus wie ein Panzer. Warum gibt es hier überhaupt Panzer? Haben die irgendwie ein letztes Gefecht geschlagen? Ein Humvee? Boah, das sieht irgendwie doch recht. Ich habe das Gefühl, dass die Technik dieser Welt nicht besonders großartig war. Wenn ich das ganze alte Zeug hier mal angucke, das sieht halt genauso aus wie so. Was? Tempo erst reinschaffen. Nasenbluten. Und da hat man nochmal so cool Tempo-Taschentücher aus der Nase hängen bei Nasenbluten. Achso, das ist die normale Variante von dem. Ne, das ist ein kleiner Beißer. Den müsst ihr doch eigentlich tot kriegen, oder nicht? Famous Last Words. So ein kleiner Beißer ist er. Easy. 10 Erfahrungspunkte. Muhaha. Kostet mich halt bloß so viele Pfeile, die ganzen Leute mit. Halt, Pfeile könnte ich ja wahrscheinlich in Massen kaufen, aber das machen wir jetzt mal nicht. Oh. Werd ich überhaupt großartig verfolgt? Ja. So, ich kann mich auch mit Lebensmitteln regenerieren, ja? Dann essen wir mal was. Oh. Ich würde gerne aus diesem Menü raus, danke, bitte. Ich brauche eine erhöhte Position. Ich glaube, dieses Auto da ist nicht genug. Die Felsnadel davon ist, glaube ich, gut, oder? Hat das hier gerade Blut hinter mir hergespuckt? Krieg ich deswegen tot? Das ist ein junger Hornwort, den krieg ich noch. Ich hab keine Pfeile mehr. Ist ja ekelhaft. Ja, ich trinke eigentlich voll anscheinend. Oder habe ich es gerade gebrochen? Den jungen Hornwolf kriegt er noch tot. Oh nicht. Man kann die Vieren das auch ausweichen. Hey. Achso, das macht das. Achso, daran habe ich heute gelitten. Das ist ein Dot. Hm.
Tja, das macht natürlich ein bisschen schwierig, das Vieh zu töten, wenn man sich treffen kann. Na, dann lassen wir das halt. Tschüss. Ja, da hinten sieht es nochmal interessant aus. Wiesenkraut. Ich würde ja gerne mal aus dem Kampfsound rauskommen. Kann ich hier nicht aufmachen? Ja, jetzt auf einmal kann er... Jetzt auf einmal geht Spucken wieder. Mit der Highway ist... Ach, der Scheiße. Da hinten stehen große Ballisten und vor allem so ein komischer Leuchtetyp. Die sehen irgendwie alle nicht so aus, als wären sie meine Freunde. Warte mal, ich kann doch hier irgendwie was zu essen, oder? Warte mal, hier. Pflanzen, Werkzeuge, Materialien, sonstiges. Essen, hier nach. Schnaps, Brausesuppe. Die leuchtenden Typen sahen gerade so aus, als hätten sie Waffen. Sind das vielleicht auch wieder diese Hescher-Typen? Die ich vorhin schon gesehen habe. Ist da eine Suppe hinter? Aber wie ist gerade alles sehr gefährlich für mich? Ich glaube, ich hätte Wave viel später treffen sollen. Aber das mit der Nahrung trinken, das funktioniert ganz gut. Krieg ich das Vieh da tot? Das sehe ich immer ein bisschen spät. Oh, das Futter schaffe ich. Man kann bedauerlicherweise nicht eine Plansche... Fünf Erfahrungspunkte nur? Das wurde ja gar nicht. Man kann bedauerlicherweise nicht aus dem Springen angreifen. Also aus dem Fliegen. Ja, du was mitnehmen? Ja, ich müsste überhaupt irgendjemand mitzunehmen, müsste ich ja erstmal... in die Stadt kommen, wieder zu den Typen hin, dass ich den nochmal ansprechen kann. Wiesenkraut. Das ist eine Ölpuppe wahrscheinlich, ne? Mein Handy macht Geräusch, das ist ja schön. So. Ach du Scheiße. Wir haben nur Nahkampfwaffen, okay, warte. Oder was sind das hier die Rebellen, mit denen ich sowieso reden wollte? Quick Save. Ach, das sind die Separatisten. Oh, die haben noch recht viele Sachen an, ne? Kerax, grüß dich. Wer da? Warte mal, bist du das, Jax? Man sagte uns, du seist exekutiert worden. Sehe ich tot aus? Nein, das sagt mir aber, dass man dir nicht trauen kann. Selbst nach deinem Tod nicht. Tja, was hast du denn noch über mich gehört? Was hast du noch über mich gehört? Gehört? Du meinst, welche Lügen sie mir noch aufgetischt haben? Hast du jemals schon von einer gescheiterten Alpexekution gehört? Ich jedenfalls nicht. Was ist dein Plan? Dich undercover irgendwo einzuschleusen? Was? Kein Plan. Tja. Du würdest jetzt nicht mehr leben, wenn ich immer noch im Auftrag des Eispalastes hier wäre. Und das weißt du auch. Du erwartest allen Ernstes, dass ich dir das abkaufe. Die sind auch alle so gleich. Tatsache ist, dass meine Kräfte verschwunden sind, seit ich von der Elex-Versorgung abgeschnitten bin. Sieh mich an. Glaubst du, der Eispalast würde mich ohne Elex hier draußen operieren lassen? Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber mein Gleiter wurde abgeschossen. Und Elexitor Kallax hat versucht, den Rest von mir zu erledigen. Ich fiel von einer Klippe und Kallax dachte, er hätte seinen Job erledigt. Aber ich lebe. Und jetzt will ich antworten. Tja. Um ehrlich zu sein, deine Geschichte passt irgendwie ins Bild. Ach ja? Sieht ganz so aus, als würde im Eispalast momentan so einiges drunter und drüber gehen. Tatsächlich? Warum? Weißt du genaueres? Eigentlich nicht. Ich bin nur ein einfacher Soldat und schon seit Wochen hier draußen. Tja, das ist, Was genau ist eure Aufgabe hier draußen? Aufklärung. Wir behalten die Verbindungswege und Pässe im Auge, die die Länder der freien Menschen verbinden. Im Gegensatz zu den Alps im Eispalast ist unser primäres Ziel, hier draußen zu überleben. Seit der Machtübernahme der Elixitoren am Hofe des Palastes hat sich einiges geändert.
Du selbst bist nun Opfer der Elexitoren geworden. Also wirst auch du jetzt umdenken müssen. Was weißt du über Kallaks momentanen Aufenthaltsort? Seine Truppe bewegte sich vor ein paar Tagen noch über den Pass nach Norden, ins Hochland Abessa. Der Eispalast sammelt seine Streitkräfte. Wenn du mich fragst, können wir uns bald auf einen Großangriff gefasst machen. Wir bekommen fast täglich neuen Zulauf an Soldaten oder auch Offizieren der höheren Laufbahn oben in unserem Hauptquartier, die zu uns überlaufen. Wenn du also auf Neuigkeiten von den Alps aus dem Eispalast aus bist, dann wärst du gut bei uns Separatisten aufgehoben. Du bist ziemlich freundlich für einen Terroristen. Tja, ich weiß ja nicht, ob du die anderen im Hauptquartier ebenfalls von deiner Geschichte überzeugen kannst, aber für mich bist du jetzt auch ein Abtrünniger, Jax. Genau wie wir, ob dir das nun gefällt oder nicht. Außerdem könnten wir deine Expertise und Kampfkraft gut gebrauchen. Du solltest mal mit unserem Anführer Sestak sprechen. Aha. Unser Hauptquartier ist am Konverter in Südabessa. Du wirst es schon finden, wenn du danach suchst. Wie auch immer, ich muss jetzt weiter. Ach ja, und pass auf die Outlaws auf, die hier in der Gegend herumstromern. Ach. Die stehlen dir dein Zeug und verkaufen es auf dem Schwarzmarkt noch bevor du es merkst. Das ist schon passiert. Ja, danke. Das ist. Die haben auch noch. Guck mal, die haben zumindest noch. Also ihm fehlt, glaube ich, ein bisschen der Helm, aber die anderen haben noch ein bisschen Ausrüstung. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Aber interessant, dass sie auch Frauen dabei haben. Vor allem die Männer haben wie überhaupt keine Haare und sie hat hier eigentlich mehr oder weniger doch recht viel Frisur eigentlich. Naja, so viel dazu. Vor allem, wie rekrutieren die sich eigentlich? Guck mal, eine Anleitung. Lakutaracha, Klopapier, Spielzeugauto, Mana. Pures Mana gefunden. Und eine Droh, die wir nicht aufkriegen. Na gut. Ist das besser, wird das schlechter? Warte mal. Ich kann nur zurück. Ja, aber ich kann nur. Das war wohl nichts. Oh, verdammt. Hä? Mist, das war mein letzter. Ach so. Oh. Naja, wir brauchen anscheinend mehr Dietriche. Ich hab das System noch nicht so ganz gerafft, also das ist, wir müssen da nochmal. Ich muss wohl bei Gelegenheit mal die Dietrich kaufen. Es ist aber wann anders hier. 30 Brennstoff erhalten, das ist ganz schön großzügig, ja. Gut, wir haben also zumindest haben wir die Nebenmission, dass wir die anderen Abdrücke finden wollen, haben wir auch mal geschafft. Das ist ja schön. Mana-Pflanze. Ist das ja wie vorhin von der Sequenz? Ja, nö. Bis wenn? Nicht, ich will zweimal wiederholen, auf einmal welche Prinzipien verstehe. Na gut, wie man es sei, wir sind aber auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt, hier, Alex, mach's gut, bis dann, ciao.